Hey Leute, wir schauen uns heute Cardpocalypse an. Ja, den Namen habe ich jetzt absichtlich langsam ausgesprochen, weil ich dreimal die Aufnahme gestartet habe und dreimal an diesem Namen hängen geblieben bin, warum auch immer. Das ist ein Kartenspiel, das ich schon komplett aus den Augen verloren hatte, das Singleplayer-Kartenspiel. Da gibt es auch jetzt, das gab es vorher, glaube ich, im Epic Games Launcher, aber das hat mich nicht interessiert. Jetzt gibt es das auf Steam mit 40% Rabatt und auch irgendwie noch mit DLC habe ich mir beide erstmal geschnappt für unter 20 Euro, weil der Trailer, ich fand das so cool. Es ist in Anführungszeichen Spiel für Kinder, aber hey, ich bin auch noch ein Kind im Herzen. Von daher ist das auch was für mich und wir schauen uns das Ganze mal an. Ich hätte so gern auch dazu ein Let's Play gemacht, aber ich bin momentan einfach voll. Wenn ich jetzt noch ein Let's Play anfange, dann schlafe ich bald nachts nicht mehr. Das nur nebenbei. Und ja, Gauntlet gibt's hier. Das ist, glaube ich, ein Endlos-Spielmodus. Gibt's hier noch irgendwas zu sagen? Irgendwas Wichtiges? Out of Time ist der DLC. Ich habe es jetzt noch gar nicht gespielt. Ich habe nur kurz den Trailer geschaut. Ich habe jetzt auch nicht großartig die Beschreibung gesehen, weil ich habe den Trailer gesehen und dachte, mein Gott, und den Sound, das sind ja hier voll die 90er-Jahre-Vibes. Das muss ich haben. Das habe ich mir sofort geholt. Und wir gehen mal ganz, ganz fix in die Einstellungen. Hier gibt es auch nicht so viel. Man kann es wunderbarerweise auf Deutsch spielen. Das finde ich schon mal super. Ansonsten der übliche Kram, Soundregler. Ja, ja, Spieleinstellungen haben wir hier. Screenshake kann man ausschalten. Ist immer eine super Option, meiner Meinung nach. Großer Kartentext. Ich lasse das jetzt einfach mal so, weil ich nicht weiß, wie groß der dann ist. Pause, wenn der Gegner spielt. Wie das jetzt genau gemeint ist, keine Ahnung. Das lassen wir jetzt aber auch erstmal gut sein. Gibt halt nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Aber jetzt hier so vom Artstyle schon. Das ist echt. Das könnte absolut mein Spiel werden, so nach Slay the Spire, als wirklich so ein Kartenspiel. Gut, wir legen mal einen neuen Spielstand an. Ich weiß noch nicht. Ja, gut, vielleicht eine halbe Stunde gucken wir mal rein. Ich weiß nicht, wie komplex das ist. Und wir müssen einfach mal gucken. Wenn euch das gefällt, das Video, würde ich mich sehr natürlich über Daumen nach oben, beziehungsweise eine Bewertung, einen Kommentar und vielleicht auch ein Abo freuen. Da kommt auf jeden Fall noch mehr solche Sachen in Zukunft auf dem Kanal. Auch viele Sachen, die echt unbekannt sind und die sonst keiner im deutschsprachigen Raum macht, außer mir scheinbar. Gut, aber das nur nebenbei. Wir können jetzt einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Geschichte-Mode. Du willst dich auf die Geschichte konzentrieren. Du beginnst Kartenkämpfe mit mehr Nahrung als dein Gegner und kannst Kämpfe in der Haupthandlung überspringen, wenn sie zu schwierig für dich sind. Ja, man hat quasi hier nicht Mana als Energie. Also, soweit ich das gesehen habe, bekommt man jede Runde dann ein Nahrung mehr. So wie zum Beispiel bei Hearthstone das Mana. Das hier ist es halt dann Nahrung. Challenge Mode haben wir hier. Du suchst eine Herausforderung. Du beginnst Kartenkämpfe mit der gleichen Nahrung wie dein Gegner und kannst Kämpfe in der Haupthandlung nicht überspringen. Nee, das machen wir nicht. Wir nehmen den Geschichtsmodus. Und was diesen Gauntlet-Modus angeht, ich könnte mich jetzt irren, aber ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen so ein, ist das ein Endlos-Modus? Ich weiß es nicht. Bevor ich jetzt hier was Falsches sage, das ist alles ohne Gewehr. Gut, den Modus nehmen wir. I think you're gonna love this new school. Yeah, I bet I'll have a blast. I gotta go. Don't miss the bus. Love you. I won't. Love you too, Mom. So, Jess geht also auf eine neue Schule. Der wollte aber lieber eine Serie schauen. Wie scheint, wir können uns jetzt hier bewegen. Also, Artstyle ist schon. Das ist voll mein Ding. Die Nase sieht ein bisschen komisch aus, aber okay. Jeder wie er mag, ne? Wie können wir denn jetzt hier. Das sieht nicht gesund aus. Montag, das New Kid um den Block.
Das ist jetzt nicht mehr vertont, okay. Ist das eine offizielle Mega Mutant Power Pets Lunchbox? Das ist schon mal ein super Name. Du redest mit mir, 1 von 3 können wir hier auswählen. Du magst Mega Mutant Power Pets. Du musst 10 Packungen Power Pets Mutant Marshmallow Cracker essen, um sie zu bekommen. Gut, das mit dieser Auswahlmöglichkeit ist ein bisschen doof. Ich hätte die lieber hier so direkt auseinander. Da muss man sich da untereinander, da muss man sich da nicht so durchklicken. Ich sage das hier. Wow, sehr mega. Du musst dieses Spiel wahnsinnig lieben. Ich habe dieses Kartenspiel noch nie zuvor gespielt, aber die Show ist fantastisch. Was? Du wirst nicht lange an der Dutsdale-Grundschule überleben, ohne Powerpads zu spielen. Harte Zeiten sind das heutzutage in der Schule. Was du nicht sagst, ich bin gerade erst mit meiner Familie hierher gezogen. Es ist mein erster Tag hier und ich bin ziemlich nervös. Mach dir keine Sorgen. Ich werde dir alles beibringen, was du zum Überleben wissen musst. Der erste Schritt ist, dass du Powerpads spielen musst. Also lass uns spielen. Aber ich habe gar keine Karten. Meine Eltern würden mich niemals welche kaufen lassen, da ich ein Problem habe, mich im Zaum zu halten. Hehe, dann lass uns zum nächsten Schritt kommen. Essen tauschen. Ich habe eine Packung Cheesy Dunkies. Was hast du? Ich habe einen Karamell-Spite-Goo-Riegel und ein Oh mein Go! Du findest ein clever Starterpack in deiner Lunchbox. Mega Mutant Power Pets. Das ist schon mal auch ein super Name. Das ist echt voll. Das sind voll die 90er. Das gibt's doch nicht. Ein limitiertes clever super übel Starterpack. Die Namen sind auch super. Da ist eine Notiz. Darauf steht: Ich hoffe, dass du einen mega ersten Schultag hast. Daddy. Der beste Vater der Welt. Lass uns eine Runde spielen, bevor wir zur Schule gehen. Die Musik ist auch so gut. Bist du bereit, die Bombastik von Powerpets zu lernen? Oder Bombastik? Die Bombastik, genau. Möchtest du das Tutorial spielen? Na, natürlich. Das ist dein Champion. Er heißt Scrapper, der Wachhund. Das ist der Champion deines Gegners. Alle Champions beginnen mit 30 Leben. Verringere die Leben des gegnerischen Champions auf 0, um zu gewinnen. Wenn die Leben deines Champions auf 0 reduziert werden, dann verlierst du. Das ist die Angriffsstärke deines Champions. Gut, das kennt man ja aus anderen Kartenspielen. Versuche den generischen Champion mit deinem Champion anzugreifen. Generisch, sollte das nicht gegnerisch heißen? Ich weiß es nicht. Genau, da muss man halt draufziehen und dann greift er an. Da muss man auch nicht großartig extra nochmal klicken, sondern man muss einfach nur die Maus loslassen. Das ist schon mal super. Der gegnerische Champion hat denselben Wert an Leben verloren, den du für den Angriff verwendet hast. Was für eine Überraschung. Wenn du angreifst, schlägt der Gegner mit seinem Angriff zurück. Das ist die Nahrung für dein Pet. Du beginnst ein Match mit 1 Nahrung. Deine maximale Nahrung steigt zu jedem Beginn deines Zuges um 1 an. Das habe ich vorhin ja schon gesagt. Schrecke nicht davor zurück, Nahrung einzusetzen, da sie sich jedes Mal zu Beginn deines Zugs bis zum Maximalwert wieder auffüllt. Das ist deine Kartenhand. Du benutzt die Pet-Nahrung, um Karten aus deiner Hand zu spielen, die dir im Kampf helfen. Untersuche diese Minion-Karte. Gut, wir kriegen dann hier eine Vorschau. Arztteil gefällt mir echt so gut. Mein Gott, würde ich da gerne ein Let's Play zu machen. Mein Gott! Minions haben ebenfalls Werte für Angriff und Leben. Wenn die Leben eines Minions auf 0 reduziert werden, wird er vernichtet und aus dem Match entfernt. Ja, kennt man auch, der übliche Kram. Einige Minions haben besondere Fähigkeiten. Du kannst eine Karte untersuchen, um Details über ihre Fähigkeiten zu sehen. Verteidiger-Minions müssen zuerst angegriffen werden, bevor du andere Ziele attackieren kannst. Okay, dafür haben sie dann wahrscheinlich hier dann ja mehr Leben oder irgendwie sowas. Minions brauchen Nahrung. Du musst diese Menge an Nahrung verwenden, um diese Karte ausspielen zu können. Du hast im Moment nicht genügend Nahrung, um diese Karte auszuspielen. Du wirst warten müssen, um sie ausspielen zu können. Du kannst keine weiteren Aktionen durchführen. Beende deinen Zug und der Gegner wird seinen Zug durchführen. Gut, dann beenden wir den Zug. Yolanda ist an der Reihe. Sind wir wieder an der Reihe? Hey, schau, jetzt hast du 2 Nahrung. Zu Beginn deines Zuges ziehst du eine Karte vom Deck. Dieses Rattenköpfchen kostet zu viel Nahrung, sodass du sie jetzt noch nicht ausspielen kannst. Ich will mal kurz gucken. Dann kann ich mir jetzt noch nicht angucken, oder? Du kannst jetzt spielen. Umkehr. Zeit, ein Minion auszuspielen. Beachte, dass deine verfügbare Nahrung verwendet wurde, als du Umkehr ausgespielt hast. Okay, die hatte eben noch 3 Leben, jetzt hat sie 4 Leben.
habe auch gesehen, es gibt eine Menge von diesen Champions. Also die werden wahrscheinlich auch noch zusätzliche Eigenschaften haben oder irgendwie sowas. Ein Minion kann nicht im gleichen Zug angreifen, in dem er ausgespielt wurde. Du musst bis zum nächsten Zug warten, um mit Umkehr angreifen zu können. Umkehr hatte drei Leben, als du sie auf der Hand hattest. Die hätten mal die englischen Namen hier behalten sollen. Umkehr. Jetzt haben sie jedoch vier Leben. Die Fähigkeit deines Champions hat deinen Minion ein extra Leben verliehen. Untersuche deinen Champion, um mehr herauszufinden. Das ist so ein bisschen Deutsch-Englisch-Mischmasch. Die hätten mal lieber bei einer Sache bleiben sollen. Finde ich. Ja gut, hier. Ah, da haben wir doch schon was. Dies ist die Ausgangsform deines Champions. Dein Champion wird mega werden, wenn sein Leben auf 15 oder weniger reduziert wird. Verteidiger. Verteidiger-Minions müssen zuerst angegriffen werden, bevor du andere Ziele attackieren kannst. Okay. Scrapper, der Wachhund. Deine Minions mit Verteidiger erhalten plus 1 Leben. Genau, das war das mit dem einen Lebenspunkt. Und wenn er weniger als 15 Punkte hat oder 15 runtergeht, dann wird er zum Mega-Scrapper. Spiele ein 3-3-Minion mit Verteidiger aus, hat er dann noch zusätzlich. Okay, und dann macht er 2 Schaden. Alles klar. Das ist die Megaform deines Champions. Wir werden uns später näher mit ihr befassen. Scrappers Fähigkeit gibt Minions mit Verteidiger ein mehr Leben. Ja, gut, das habe ich ja schon gesagt. Das ist deine Chance. Benutze deinen Champion, um anzugreifen. Dann machen wir das doch. Kannst keine weiteren. Ja. Ba. Yolanda ist an der Reihe. Aber der Gegner muss dann scheinbar auch... Ach so, okay, da steht's ja auch. Ich dachte gerade schon, weil der muss dann auch das erste Minion angreifen, sonst wäre das ja auch ein bisschen witzlos. Dieses Schild-Icon weist dich darauf hin, dass dieser Minion ein Verteidiger ist. Dein Gegner kann dich erst angreifen, nachdem der Verteidiger vernichtet ist. Dein Gegner hat ebenfalls einen Umkehr ausgespielt. Das bedeutet, dass du seinen Champion erst dann angreifen kannst, wenn du seinen Verteidiger-Minion vernichtet hast. Dein Verteidiger-Minion vernichtet hast. Das ist teilweise so ein bisschen von der Übersetzung etwas hakelig. Du hast eine Karte gezogen, die du in diesem Zug ausspielen kannst. Du kannst Karten untersuchen, um mehr über sie herauszufinden. Was haben wir denn hier? Eine Katze! Ja, eine Minecraft-Katze oder was? Dieser Minion hat zwar keine Fähigkeiten, jedoch starke Werte. Das auf jeden Fall. Mach weiter und spiele dieses Minion aus. Ist das egal, wo ich den hinsetze? Du kannst deinen Champion benutzen, um gegnerische Minions anzugreifen. Führe jetzt einen Angriff gegen den gegnerischen Umkehr mit deinem Champion aus. Dann machen wir das doch. Manchmal ist es taktisch klug, nicht anzugreifen. Hebe dir deine Umkehr für den Augenblick auf und beende deinen Zug. Genau, weil dann würde die auch schneller draufgehen. Behalten wir aber zur Verteidigung hier. Katze mit Hunde hier. Das sieht doch auch super aus. Das Bild. Dein Gegner hat einen Minion mit verdeckt ausgespielt. Er hat mit Tarnung. Er kann erst angegriffen werden, wenn er eine deiner Karten angegriffen hat. Ja, gut, das kennt man auch. Nichts Neues. Alles recht bekannt bis hierhin. Du hast eine Mutation gezogen. Untersuche sie, um nähere Details zu sehen. Okay, was haben wir hier? Wundentrotzer. Mutationen sind mächtige Power-Ups. Sie verstärken deine Minions, tricksen deinen Gegner aus und vieles mehr. Wenn du einen Minion ausspielst, der 5 oder mehr Nahrung kostet, verdopple die Angriffsstärke dieses Minions. Das ist natürlich schon sehr, sehr toll. Aber wie spielt man die denn dann aus? Alle Mutationen kosten 1 Nahrung und werden verdeckt ausgespielt. Sie sind so lange passiv, bis sie getriggert werden. Okay, sie müssen getriggert werden. Dann hätten wir das auch schon mal geklärt. Der Abschnitt über Trigger erklärt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um die Mutation aufzudecken. Hier musst du einen Minion ausspielen, der 5 oder mehr Nahrung kostet. Alles klar, da haben wir das ja auch. Und unten, was es dann macht. Der Abschnitt über Mutation der Karte erklärt dir, welche Effekte die Karte hat, wenn sie aufgedeckt wird. Diese Mutation verdoppelt den Angriff des Minions, welcher zum Triggern benutzt wurde. Spiele die Mutation jetzt. Ist egal, wo ich die hinsetze, oder? Mutationen liegen hier verdeckt, bis sie getriggert werden. Du kannst sie jederzeit untersuchen, um dich an ihre Details zu erinnern. Es ist an der Zeit, diesen gegnerischen Verteidiger loszuwerden. Führe einen Angriff auf Umkehr mit deinem Katze aus. Ach so, ja gut. Die Texte. So, dich hätten wir erledigt. Schlage den gegnerischen Champion mit allem, was du hast. Führe jetzt einen Angriff mit deinem Champion aus. Okay. Führe jetzt einen Angriff mit deinem Umkehr aus. Tada. Du kannst, ja, können wir nichts mehr machen. Jetzt ist Yolanda wieder dran.
Der zerbröselt meine Schildkröte. Der zerbröselt meine Katze. Toll, du hast 5 Nahrung an einen Minion gezogen, der 5 Nahrung für das Ausspielen benötigt. Spiele ihn jetzt aus und die Mutation wird aktiviert werden. Dann machen wir das doch mal. Hundentrotzer. Ja, 8 und 2. Hasenfutter hat aufgeladen, deshalb kann er gleichzeitig angreifen, wenn er ausgespielt wird. Benutze deine mutierte Hasenpfote, um den gegnerischen Champion anzugreifen. Bam! Boah! Wow. Da das Leben des gegnerischen Champions einen Wert von 15 oder weniger erreicht hat, wird er Mega. Untersuche den gegnerischen Mega-Scrapper, um Details über seine Mega-Fähigkeiten herauszufinden. Ja gut, der hat jetzt halt die Karte da gespielt. Das hat 3-3 gespielt und bekommt dann noch +1/+1. Ja, besondere Fähigkeiten, genau. Wenn sich Mega-Scrapper verwandelt, spielen sie einen Verteidiger-Minion mit 3 Angriff und 3 Leben aus. Denkst du, dass du das Zeug dazu hast, ein Mega-Mutant-Power-Pets-Master zu werden? Nun, dann solltest du jetzt die Kontrolle übernehmen und zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Okay. Ich würde ja wirklich sagen, wir haben jetzt 0 von 5. Mit dir kann ich jetzt nichts mehr machen. Ich kann jetzt mit dir hier noch angreifen. Das machen wir... Nee, ich kann mit dir nicht mehr angreifen. Gut, wir müssen den Zug jetzt sowieso erstmal beenden. Das hatten wir ja schon. Hündchen. Sieht auch super aus. Hat meinen Hasen gekillt. Was? Hundzilla? Beginn deines Zuges erhältst du +2/+2. Das ist auch super. Aber der würde halt sofort drauf gehen. Der kostet 6. Der kostet auch 6. Rattenköpfchen. Der Hardstyle ist so super. Aber ich glaube, ich muss den jetzt trotzdem spielen, oder? Weil sonst... Na, du würdest halt direkt drauf gehen. Deswegen werde ich dich jetzt einfach mal spielen. Wir beenden den Zug. Okay, dann haben wir jetzt da noch was. Dann würde ich doch jetzt mal sagen, wir werden jetzt erstmal... Ach stimmt, ja, ich konnte ihn nicht angreifen, weil ich musste ihn angreifen. Alles klar, gut, gut. So, wir machen das jetzt erstmal so. Hätte jetzt einfach warten müssen. Jetzt haben wir auch hier Mega Scrapper. Knochenlos. Artstyle. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das sieht so super aus. Kleffer. Verteidiger. Bonuswerte. +1/+1. Da steht da auch immer bei. Gewöhnliches Minion. 4-4. Das ist schon mal super. Aber was haben wir hier? Wundentrotzer. Genau. Das haben wir das nochmal. Dann würde ich nämlich sagen, wir spielen jetzt erstmal das. Und dann spielen wir dich. Dann hat er 10. Gut, das ist gleich vorbei. Dann machen wir das jetzt erstmal. Ich würde gerne erstmal dich ausknipsen. Genau. Dann, was ist, bist du denn? Tödlich. Wenn nur ein Minion von tödlich getroffen wird, zerstört dies den Minion sofort. Okay, das kennt man auch. Dann machen wir das jetzt wie? Ich würde mal sagen... Ich möchte auf jeden Fall, wobei wir können dich ja schon erledigen. Genau, brauche ich auch gar nicht lange überlegen. Ich habe es geschafft, ich habe gewonnen. Ernsthaft? Ich meine, beim nächsten Mal lasse ich dich nicht so einfach davonkommen. Jess gewinnt. Anfängerglück, vielleicht wirst du aber auch in kürzester Zeit zum Schulchampion. Ich weiß, was helfen könnte. Das ist einer meiner besten Champions, der Obermotz Wolfgang. Du kannst ihn dir ausleihen. Der ist um Welten besser als der Starter-Champion. Yolanda leiht dir einen legendären Champion. Wolfgang! Das ist... Oh Gott, das ist genau mein Spiel. So, fortfahren. Bin begeistert. Man hört vielleicht, dass ich so ein bisschen begeistert bin. Wolfgang Rulet. Rult, danke. Das ist total mega von dir.
Hey, du hast mir noch nicht deinen Namen verraten. Ich bin Yolanda. Ich bin eine wichtige Persönlichkeit an dieser Schule. Da steht doch der Name oben über der Textbox. Siehst du die denn nicht? Und eines Tages werde ich in allem großartig sein, wenn ich endlich ein sehr berühmter Comedian bin. Schön, dich kennenzulernen. Jo. Danke, dass du mir das Spiel beigebracht hast. Jojo. Nenn mich bitte nicht so. Warum denn nicht? Da war diese Sache mit Zeigen und Erzählen, einem Jojo und einem Besuch im Büro der Krankenschwester. Mein Name ist Jessica, du kannst mich aber einfach Jess nennen. Ach, das ist eine Sie. Okay, gut, egal. Spielt ja auch keine Rolle. Ist doch total Banane. Hey, sieht so aus, als ob wir da wären. Hast du Angst vor deinem ersten Tag? Wenn alle so nett sind wie du, dann ja. Ich bin nur ein wenig nervös, denke ich. Würde mich lieber von einem Fluffels langsam auffressen lassen. Ich glaube, ich nehme das hier. Ja, aber dann sind da noch die gemeinen Kinder, unheimliche Lehrer und natürlich Bruce. Okay, jetzt bin ich weniger aufgeregt. Oh, komm schon, was soll schon schief gehen? Alles? Das gibt es doch nicht. Du hast auch noch ein tolles Gefährt. Darf ich es ausprobieren? Denkst du, dass mein Rollstuhl cool ist? Oder erst neu? Nun, ich brauche ihn, um mich, weißt du, fortzubewegen. Genau. Ich verspreche dir, dass ich vorsichtig sein werde. Ich gebe dir auch eine Karte. Bitte! Vielleicht. Ja, für Karten tun wir doch alles. Schön! Jessica Carter und Jacob Pilgrim, kommen Sie sofort ins Büro der Rektorin. Was hast du angestellt? Gar nichts, ich bin gerade erst angekommen. Denke, ich muss los. Okay, hey, möchtest du nach der Mittagspause mit uns am Spielplatz abhängen und vielleicht noch ein Match spielen? Absolut, aber wo befindet sich das Büro der Rektorin? Wie geht's, Pilgrim? Hä? Bist du nicht Jacob Pilgrim? Ich bin Jess Carter, das andere Kid, das ins Büro gerufen wurde. Okay, stecken wir in Schwierigkeiten? Hör mal, die anderen Kinder werden denken, dass du schräg drauf bist, wenn sie dich mit mir reden sehen. Warum? Bist du ein Geist? Ich sitze in der Mittagspause immer allein und im Klassenzimmer und ich rede auch nicht viel, also. Ich möchte auch nicht die ganze Zeit mit Leuten rumhängen. Manchmal möchte ich einfach alleine sein und chillen. Wirklich? Wir könnten einfach zusammen alleine rumhängen. Okay, lass uns das Thema wechseln. Spielst du Powerpets? Niemand will mit mir spielen, aber ich sammle Karten. Nun, willst du jetzt eine Runde spielen? Vor dem Büro der Rektorin? Ohne Fleiß keinen Preis, oder? Du steckst bereits in Schwierigkeiten, nicht wahr? Oder? Es ist ja nicht so, dass das Spielen verboten wäre oder sowas. Nein, ich denke nicht. Lass uns versteckt hinter deinem Buch spielen. Wenn sie rauskommen, wird es so aussehen, als ob wir zusammen lesen. Okay, lass uns spielen. Es macht irgendwie Spaß, abzuhängen und eine Runde zu spielen. Genau, und wir tun etwas, das die Lehrer nicht mögen. Das macht uns zu Rebellen. Wir beginnen und wir haben Wolfgang als Champion. Was ist denn mit Precious hier? Was kann die denn? Das vergoldete Vollblut. Okay, Kleffer. Das ist so super. Wenn du ein Minion ausspielst, ja, plus eins, ja, bis zum Ende deines nächsten Zuges. Und Mega Precious. Das ist super mit den Diamanten. Beim Ausspielen eines Minions mit 4 oder mehr Angriffsstärke zieht eine weitere Karte vom Stapel. Deine Minions erhalten plus 2, plus 2. Okay, das ist schon ganz schön stark, meiner Meinung nach. Wolfgang, deine verletzten Minions erhalten plus 2 Angriff. Und Mega-Wolfgang, alle deine Minions haben plus 2 Angriff. Bei Verwandlung, deine Minions verbrauchen 5 weniger Nahrung bis zum Ende des Zugs. Okay, gut, gut. Wir haben 2, wir könnten jetzt schon mal hier Astromat spielen, Verteidiger. Das wäre doch schon mal ein Anfang. Dann haben wir hier noch einen Hotdog-Verteidiger. Sind alles Kleffer. Ja, spielen wir mal Astromat. Ich könnte natürlich auch schon 2 spielen. Oder ich spiele mal Wundentrotzer.
machen wir das so. Dann haben wir die zwei Punkte ausgegeben. Muss ich Precious erstmal an Astromat abarbeiten. Und wie machen wir das denn jetzt? Ich glaube, ich werde mit Astromat erstmal nicht angreifen. Wir haben ja schon Hundzilla. Den können wir leider noch nicht spielen. Wir haben ja noch einen Hotdog. Dann spielen wir mal den Hotdog. Und ich werde jetzt einfach mal... Ach, ich kann sie ja gar nicht angreifen. Ich werde mal da angreifen. Machen wir das so. Gut, dann haben wir 4. Das reicht dann aber in der nächsten Runde immer noch nicht. Dann haben wir hier noch eine Astromat. Nehmen wir die auch nochmal. Und würde fast sagen, wir werden jetzt... Was werden wir denn jetzt? Ich glaube, wir werden erstmal... Das würde sogar schon... Wir haben beide 3-1. Deswegen machen wir das erstmal so. Genau. Dann können wir nochmal... Ja, ich könnte jetzt schon mit hier angreifen. Dann geht er halt drauf. Machen wir das so. Dann machen wir zumindest schon mal ein bisschen Schaden. Gut, dann haben wir jetzt nochmal einen Wundentrotzer. Werden die denn dann beide aktiviert oder kann ich davon immer nur eins haben? Ich kann jetzt auch nur so eins noch spielen. Dann machen wir das doch mal. Ja, das ist näher, dich kann ich halt nicht angreifen. Gut, ich glaube, wir machen das jetzt echt mal so und knipsen Umkehr schon mal aus. Dann müssen wir gleich mal schauen. Poki, was kannst du denn? Verteidiger, Bonuswerte plus 1 plus 1. Okay, dann hätten wir, du machst 4. Das wären 5 Damage. Das wäre schon mal doof. Wir würden dann nämlich beide drauf gehen. Ich denke, es ist besser, wenn ich dich erst spiele, aber das reicht nicht. Das ist zu schwach. Ich glaube, ich spiele erstmal Rattenköpfchen. Und dann beenden wir den Zug. Ja, die sollen mich ruhig erstmal angreifen. Was soll's? Gut, dann können wir jetzt einmal Poki spielen. Einmal Umkehr. Und wie machen wir... Ah, diese Rattenköpfchen hat halt... Zu wenig Lebenspunkte. Geflecktes Frettchen. Ich kann halt nicht angreifen. Das ist halt... Ich beende jetzt einfach mal den Zug. Weil ich glaube, Rattenköpfchen wird jetzt dran glauben. Balm. Balmi. Oder? Nein, überleg sogar noch, was kannst du denn? Verteidiger, wenn du verletzt wirst, erhältst du plus 4 Angriff. Hasenpfote, okay, das ist auch super. Die können wir jetzt nicht angreifen. Okay, aufgeladen, können sofort angreifen. Wir haben 8. So, beide können wir definitiv nicht spielen. Ich könnte jetzt nochmal warten, bis ich so ein Power-Up bekomme. Aber ich glaube... Wir machen das jetzt erstmal so. Ich knipsen war aus. Ich knipsen war auch aus. Dann gehen zwar beide drauf, aber okay. Dann spielen wir mal die... Nee, wir spielen erstmal Hundzilla. Können wir nämlich das nochmal so machen. Okay, das... Ah, das war blöd. Das war blöd. Ich hätte warten sollen. Knirscher. Super Bild. Ah, der muss bestimmt oft zum Zahnarzt. Ausspielen deine Mindestheilen um 2. Okay. Ja. Gut, ja. Wie machen wir das wohl? Wir knipsen dich aus.
Und dann knipsen wir dich aus. Süßer Sieg. Gut gemacht. Du schlägst jeden Anfänger. Das zählt trotzdem, oder? Ah. Jessica Carter? Ja? Folge mir. Pass auf, jeder sagt, dass sie Angst riechen kann. Oh, jetzt bin ich überhaupt nicht mehr besorgt. Danke. Du weißt ja, was man sagt. Wer ihn hat zuerst gerochen, aus dem ist er herausgekrochen. Vielleicht ist sie ja doch nett und hat uns einfach falsch verstanden. Warum falsch verstanden? Wir haben doch überhaupt nichts gemacht. Ich nehme das erste. Genau, nehmen wir das. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Arsch. Jetzt, Fräulein Carter. Wir tolerieren keine Spaßvögel, Clowns oder Störenfriede an dieser Schule, Fräulein Carter. Ja, Ma'am, das hört sich ziemlich langweilig an. Warum bin ich nicht überrascht? Wenn ich du wäre, würde ich mich nicht herausfordern. Gefällt dir der Gedanke, deine erste Zeit an der Schule mit Nachsitzen zu verbringen? Nein, Ma'am, tut das jemand? Mir gefällt die Vorstellung von Schule überhaupt nicht. Tut das jemand? Nein, sind sie nicht. Während deiner Zeit an der Dustdale-Grundschule wirst du mich als Rektorin Harding anreden. Je weniger du mich siehst, desto besser. Wenn ich dich bei irgendetwas Komischem erwische, werde ich deine Superpets-Karten konfiszieren. Woher wussten sie, dass ich Powerpets-Karten besitze? Jeder Schüler an dieser Schule besitzt diese erbärmlichen Karten. Falls du sie behalten möchtest, solltest du besser deine Zunge im Zaum halten. Mit meinen Händen? Nein, mit deinen... Egal. Ich werde dir einen Kumpel zuweisen, der dich herumführt und dich mit den Schülern bekannt macht. Jacob wird dir erstmal deinen Spinn zeigen. Willkommen an der Dustdale-Grundschule. Ich fühle mich wirklich willkommen hier. Genau, wie auch immer. Danke für nichts, Harding. Was ist denn das? Wie war das? Ich sagte danke, Rektorin Harding. Ich habe mir gedacht, dass du genau das sagen würdest. Ab mit dir. Hier ist dein Spind, Jess. Hey Jacob, wer ist das neue Kid? Sie heißt Jess. Jess, das ist Cedric. Was hältst du von dieser Schule? Ziemlich nett hier, hm? Jeder ist so nett und... Hey Nerdrick, verschwende deine Zeit nicht mit diesen Schwachköpfen. Wir hängen bis zum Unterrichtsbeginn beim Fahrradschuppen ab. Ich habe nur das neue Kind begrüßt, Toni. Ich komme in einer Minute nach... Spielst du Powerpets? Ich habe gerade erst angefangen zu spielen und bin bereits begeistert von dem Spiel. Ich weiß, genau, ich... Du hast nicht gerade über dieses Babyspiel gesprochen, oder, Seth? Ha, nein, ich wollte sagen, dass ich weiß, dass diese Kinder es gerne spielen, sich aber vor den Lehrern in Acht nehmen sollten, da die Lehrer es hassen. Ich habe sie nur gewarnt, damit sie nicht von den Lehrern erwischt werden, Toni. Oh ja, vergiss die Lehrer, Alter. Die nerven. Komm, wir hauen ab. Komm mit uns. Okay, sie sind weg. Lass uns spielen. Gut, aber ich würde sagen, das soll es erstmal sein. Ich bin bisher wirklich begeistert von dem Spiel. Es ist super. Gut, die Spielmechaniken kennt man zu Genüge, aber trotzdem die ganze Umsetzung und der Artstyle, davon bin ich schon regelrecht begeistert. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.